Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe diese Woche irgendwie nicht so richtig einen Plan gehabt, was ich für ein Video machen soll. Und ich habe zwar ganz viele Ideen, aber die habe ich irgendwie nicht geschafft, für diese Woche zu filmen. Deswegen dachte ich, nehme euch jetzt nochmal ein paar Tage mit und zeige euch einfach so ein bisschen meinen Alltag, denn meine Hausarbeiten müssen jetzt langsam aber geschrieben werden. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt inzwischen schon gesagt habe. Aber jetzt werde ich mich dran setzen, weil sonst komme ich in kompletten Stress und unter Stress kann ich wirklich, also wirklich unter kompletten Stress kann ich gar nicht schreiben. Und deswegen werde ich mich jetzt vielleicht heute Abend noch, auf jeden Fall morgen früh dran setzen. Ich habe die letzten 2 Wochen fast jeden Tag gearbeitet. Das ist auch erstens der Grund, warum ich keine Zeit hatte, eben jetzt ein Video für diese Woche zu filmen, von denen, die ich halt wirklich hätte vorbereiten müssen. Und das ist auch voll okay, weil ich möchte das Ganze hier ja eben aufziehen, weil ich daran Spaß habe und nicht, weil ich da irgendeinen Druck hinter haben möchte. Und das Arbeiten, auch wenn ich nicht jeden Tag voll gearbeitet habe, war trotzdem ja irgendwie sehr anstrengend, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, so viel zu arbeiten. Jetzt sind diese 2 Wochen vorbei. Ich habe in der Zeit nichts für meine Hausarbeiten gemacht, aber ich lasse mich davon jetzt nicht stressen, weil ich kriege das irgendwie hin. Ich mache jetzt die nächsten 2 Wochen, ziehe ich durch, auch wenn ich wirklich sehr wenig Lust darauf habe. Allgemein geht es mir gerade nicht ganz so gut. Also ich habe mit so ein bisschen Sachen zu kämpfen und versuche deshalb jetzt aber einfach mich hinzusetzen und wirklich was zu machen, weil es mir dann meistens immer besser geht, wenn ich ins Tun komme. Es ist zwar nicht leicht, es kostet Überwindung, aber ja, hier bin ich. Ich sitze an meinem Schreibtisch und jetzt wird das hoffentlich. Was? Zu meinen Hausarbeiten. Ich habe mich letzte Woche mal hingesetzt mit meinem Freund zusammen. Der hat mir netterweise geholfen, weil mir dieses Anfang wirklich echt immer so schwer fällt. Und wir haben so einen kleinen Überblick geschrieben, so wie ich die Hausarbeiten grundsätzlich aufbauen kann. Also es sind die Hausarbeiten in meinem Fach Bildungsmanagement und in Personalentwicklung. Falls ihr darüber mehr wissen wollt, dann habe ich vor, ich glaube, 2 Wochen auch ein Video zu meinem 4. Semester hochgeladen. Das verlinke ich euch auch gerne hier und dann könnt ihr mal reinschauen. Und dann wisst ihr genauer, worüber ich spreche. Aber grundsätzlich muss ich in der einen Hausarbeit, wo ich keine Note bekomme in Bildungsmanagement, 14 Seiten mindestens schreiben. Da müssen wir eine Fragestellung entwickeln, also einfach eine Frage als Titel quasi nehmen und die dann theoretisch aufrollen. Und da habe ich jetzt überlegt, dass ich eben über Werte im Bildungsmanagement schreibe, beziehungsweise konkret möchte ich wahrscheinlich über Werte im Bildungssystem schreiben, also welche Werte das Bildungssystem aktuell vermitteln will und welche es aber wirklich vermittelt. Also das ist ja auch immer nicht das, was man nach außen trägt, ist ja nicht immer das, was quasi wirklich dahinter steht. Und dann aber auch gucken, welche Werte wären dann eigentlich wichtig zu vermitteln für eine zukunftsgerichtete Bildung und das so ein bisschen, ja, dann theoretisch aufrollen. In Personalentwicklung sollen wir uns einen fiktiven Auftrag ausdenken, in dem wir jetzt als PersonalentwicklerInnen eben ein Personalentwicklungsangebot, in meinem Fall Coaching, ausarbeiten anhand des Prozessmodells der Personalentwicklung, also verschiedene Schritte durchlaufen. Das Ganze soll nur 8 Seiten lang sein. Das bedeutet, das ist auf jeden Fall wesentlich kürzer, aber ich kriege eine Note drauf. Dementsprechend ist mir das auf jeden Fall wichtiger. Und da habe ich auch, glaube ich, schon auf jeden Fall mehr Ahnung, was ich da schreiben möchte. Dementsprechend hoffe ich, dass das ganz gut läuft. Ja, bevor ich jetzt irgendwie anfange, irgendwas zu machen, werde ich meinen Schreibtisch mal aufräumen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Vlog. So, der Schreibtisch ist aufgeräumt. Ich habe das jetzt alles erstmal nur an die Seite geräumt. Also es liegt entweder in meinen Schubladen und die quillt jetzt teilweise auch schon über. Also das mit dem Aussortieren bzw. Neuordnen steht dann diese Woche auch an. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich mache das sehr gerne. Aber das steht nicht heute dran. Am Morgen gehe ich auch noch zum Friseur. Da freue ich mich auch schon. Mal gucken. Vielleicht wird es sogar eine neue Farbe. Mal zum ersten Mal in meinem Leben. Aber vermutlich nicht. Also ich gehe stark davon aus, dass es zeitlich nicht passt, beziehungsweise mir dann doch zu teuer wäre. Also es ist so eine sehr spontane Aktion, die ich mir heute überlegt habe. Ansonsten kommen einfach nur sehr unspektakulär so viel ungefähr ab. Also dass das Ganze halt einfach wieder schön gesund und voll und ja, so voll das halt geht, ist. Genau.
Guten Morgen. Es ist jetzt 10 nach 8. Das ist sehr früh für mich. Also ich bin schon um 7 oder so aufgewacht und ich werde mich jetzt auf den Weg in die Bib machen und treffe mich da mit einer Freundin, um ein bisschen zu arbeiten, also um meine Hausarbeiten zu schreiben, mal anzufangen damit und hoffe, dass ich heute ein bisschen vorankomme. Auf geht's! Ich bin wieder zu Hause. Ich hatte einen sehr produktiven Vormittag in der Bib. Ich habe von ungefähr 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr gearbeitet, nicht ganz, aber ungefähr, und habe auch schon vergleichsweise einiges geschafft, was mich ein bisschen positiver stimmt auf jeden Fall. Und dann war ich in der Mensa mit einer Freundin und da gab es auch was Leckeres zu essen, das war sehr schön. Und dann fahre ich jetzt gleich los zum Friseur, da freue ich mich schon sehr, auch wenn nur die Spitzen abkommen, ist es trotzdem immer ein schönes Gefühl, finde ich, beim Friseur gewesen zu sein. Ja, ich bin wieder zurück. Wie ihr seht, die Haare sind blond geblieben, aber das dachte ich mir schon, weil man für sowas ja einfach viel mehr Zeit braucht und ich das ja nicht angekündigt habe, sondern nur zum Haareschneiden quasi einen Termin hatte. Ja, aber ein gutes Stück ist abgekommen. Sie sind jetzt wieder schön gesund in den Enden und ich habe sie hier vorne auch stufen lassen, sodass ich zum Beispiel, wenn ich mir hier einen Zopf mache, so dann auch so ein paar Strähnen raushängen lassen kann. Ja, ich bin sehr zufrieden. Sie sind so schön weich. Und sie riechen so gut. Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich immer so... Ich bin ja immer noch ich und ich sehe auch immer noch so aus wie ich, aber ich fühle mich so ein bisschen wie neu geboren, immer wenn ich beim Friseur war und die Haare einfach wieder schön frisch sind. So, mein Plan ist jetzt hier mal aufzuräumen. Es sieht nämlich mal wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mag dieses Sprichwort eigentlich nicht, ich will das gar nicht mehr sagen. Also es sieht auf jeden Fall sehr chaotisch aus. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, um 18 Uhr habe ich ein Meeting. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gesagt. Aber... Oh, es ist ein Wetter draußen. Ja, aber ich werde jetzt einfach mal aufräumen, damit es hier wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. Jetzt ist auch schon wieder Abend. Ich habe vorhin noch ein Meeting gehabt, dann haben wir Abendbrot gegessen und dann habe ich noch an diesem Video geschnitten. Ein bisschen, das ja, finde ich immer auch irgendwie ganz schön, das dann so gleich zu machen. Und jetzt habe ich gerade noch die Küche aufgeräumt und die Wäsche aufgehängt und so. Ja, richtiges Zeug einfach gemacht. Und jetzt freue ich mich darauf, mich in mein Bett zu legen und weiter Bridgerton zu lesen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Video weniger Vlog als irgendwie mehr so ein Live-Update ist. Deswegen dachte ich, erzähle ich noch so ein bisschen über die Pläne, die ich jetzt eben so demnächst habe. Also ich habe jetzt eben ja 2 Wochen noch meine Hausarbeiten, die ich schreiben muss. Das habt ihr, glaube ich, inzwischen mitbekommen. Dann habe ich noch eine Woche, wo ich wirklich hier in Freiburg einfach bin und sein kann, auch mit Freunden, weil dann meine ganzen Medizin
Medizinerfreunde auch alle mit dem Physikum fertig sind und hoffentlich dann auch in Freiburg und nicht zu Hause oder so, sodass wir auch mal was machen können, weil ich mit denen ja die letzten Monate echt nicht so viel machen konnte, weil sie natürlich lernen mussten, ist ja klar. Dann fahren wir, also mein Freund und noch eine Freundin und ich, fahren zu dritt nach Italien für so nicht knapp eine Woche. Genau, das ist so der Plan. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht so viel ankündigen, weil ich Angst habe, dass mich dann die Motivation oder wieder verlässt oder die Selbstzweifel wieder reinkicken. So. Aber ich habe irgendwie einige Ideen für neue Videos, die ich gerne umsetzen möchte. Und deswegen freue ich mich halt auf die Zeit, wo ich dem einfach nachgehen kann, weil ich merke, dass mir das wirklich Spaß macht, wenn ich Ideen habe. Ich dachte ja, dass ich euch irgendwie mehr in meinen Hausarbeiten mitnehmen kann oder möchte oder so. Aber grundsätzlich ist es halt einfach nicht so spannend, glaube ich. Ich schreibe halt einfach vor mich hin. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer es ist bei euch gerade. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao!